Hallo zusammen, wir spielen Russian Fishing 4 und heute geht's an die Achtuba, einem Level 28 Gewässer. Ja, es geht wieder auf die etwas größeren Fische und zwar sind wir hier bei 122, 27 Koordinaten G9 im Quadranten. Ja, und hier laufen momentan richtig gut die Störe, die Sterlets, die Wildkarpfen und so weiter. Ich habe wirklich schon Trophy-Rotnasen gefangen, Aralbarben gefangen. Es läuft hier wirklich einiges und das Schöne ist, gerade in, naja, man kann jetzt nicht sagen in meinem Level, meiner Ausrüstung entsprechend, sind das auch Fische, die ich landen kann, leicht landen kann, sagt man mal so. Ich sag mal, es gibt natürlich auch Trophy-Störe hier, 50 plus Kilo, alle schon gefangen worden. Aber ich sag mal, das, was mir ja an Haken geht, sind eigentlich so Wildkarpfen und Störe zwischen 3 und 10 Kilo. Das sind die, die bekomme ich hier ohne weiteres raus mit meiner Ausrüstung. Und genau das macht den Spot aus. So, guck, da haben wir doch schon wieder eine Nase, oder? Die nächste Trophy-Nase, 911 Gramm. Das war jetzt fast schon auf Ansage. Das ist Nummer 3 für heute. Und wenn ihr jetzt die Ausrüstung seht, da fragt man sich eigentlich, wie schafft es denn überhaupt so eine Trophy-Nase an so einen großen Haken? Und wir nutzen das gleich mal. Ausrüstung. Vor allen Dingen sehr schön ist, ich habe jetzt einfach einen Tauwurm drauf. Keine PVA hier, keine Futtermischung. Einen Fluorcarbon-Vorfach mit 22,5 Kilo. Einen riesigen 1-0er Haken. Und dennoch geht mir hier eine Nase dran. Also macht wirklich Spaß hier in der Spot. Geklippt auf 20, 21 Meter. Und Hauptköder ist halt hier der Tauwurm bei mir. Wollte ich euch mal vorstellen, im Forum war der Spot zu finden. Angegeben für Störe mit Maulwurfsgrille, mit Nashornkäferlarve, mit Muschelfleisch. Da geht jetzt den Spot her. Und momentan scheint er jetzt wieder richtig gut im Kommen zu sein. Ja, und wie gesagt, das Schöne halt mit einfachem Tauwurm auch möglich. Für viele von euch vielleicht mal ein Versuch wert hier. Man muss halt keine Goldköder haben. Ja, hin und wieder seht ihr natürlich auch ein paar untermaßige. Das gehört natürlich dazu. Man könnte jetzt Fischfett draus machen, aber das war jetzt irgendwie aus Reflex und weggeklickt. So, hier an den beiden Ruten habe ich jetzt. Wir schauen uns auch mal an. Das ist jetzt meine stärkste Rolle und Rute, die ich habe mit der Tagara. Habe ich jetzt Stör Mischung drin mit Krabbe-Miesmuschel-Aroma. Wieder ganz normal Tauwurm drauf, einen riesigen Haken, 2-0er und läuft. Ich habe jetzt. Ich war jetzt zweimal verkaufen, fangen wir so rum an. Und ich war jedes Mal wirklich sehr überrascht. Man muss ja sagen, das, was ich hier fange, ist für manch andere nicht der Rede wert. Die Größen. Aber letztendlich hatte ich jetzt hier insgesamt in 4 Stunden verschiedene Stundenzeiten einen Durchschnittsverdienst von 300 Silber. Ja, 300 Silber und das mit Tauwurm und wirklich kleinen Fischen, die man, ja, die gar nicht in den Drill gehen. Also das kann sich wirklich sehen lassen. Ja, wir schauen jetzt einfach mal, was so noch dran geht. Jetzt habe ich erstmal alles so
mir vom Herzen gesprochen, was ich loswerden wollte. Ja, knapp dran, ab 3 Kilo sind sie maßig. Sag mal den, na los, komm, ab den Kescher mit ihm. Ja, Bissfrequenz ist natürlich hier mega hoch. Also ich war auch schon ein paar Tage vorher hier, da lief es wirklich nicht so gut. Es läuft wirklich erst seit heute. Heute haben wir... Was haben wir denn heute überhaupt von Tag? Heute haben wir Donnerstag, den 11.07. Ich mache dann das Video fertig, dass ihr das direkt am Freitag noch zu sehen bekommt. Eventuell noch die Chance habt, hier ebenfalls den Spot mit abzugrasen. So, das sind hier die schönsten. 5 Kilo, der bringt ordentlich Silber ein, der ist schnell rausgezogen und einfach Standard. Tauwurm, mehr nicht. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach in die Kommentare. Ich versuche die halt so schnell wie möglich immer zu beantworten. So, jetzt scheint mal mit etwas Ruhe einzukehren. Gucken wir mal eben den Kescher. Ich bin gerade erst angekommen. Ihr seht, vor 16 Minuten haben wir schon echt richtig gut Wildkarpfen gefangen. Ein Störlet. Ein kleiner Stör. Das ist wirklich jetzt, naja, untere Grenze. 3 Kilo. So, die stärksten Ruten, die kleinsten Fische dran. Wildkarpfen 1,3 Kilo. Das wird ein Fischfetzen. Ich würde sagen, wir werden hier mal etwas rumexperimentieren. Ich mache den Tauwurm weg. Ich mache jetzt auch keinen Goldköder dran. Ich mache mal Krabbe, Miesmuschel, Boili dran. Läuft hin und wieder. Auch Flusskrebs 24 hatte ich schon getestet. Sonnenblumenkerne. Die Boilisorten kann man mal durchtesten. Da gehen gut die Wildkarpfen drauf mit. Ja, wenn ihr jetzt mal im Chat guckt, russischer Stör 11 Kilo, ein paar Minütchen später gleich der nächste russische Stör 11 Kilo. Also die sind auf jeden Fall da. Wer Goldköder hat, ordentliche Ausrüstung, einfach hier auf Stör probieren, das funktioniert super. Ja, Mittagszeit scheint wohl hier etwas ruhiger zu sein. Dann können wir ja mal die untermaßigen Wildkarpfen hier verwerten.
So, sehr schön. Ist die nächste Route krumm? Da schauen wir, Ausschlag. Ist grenzwertig. Grenzwertig. Wenn es ein Wildkarpfen ist, ist er zu klein. Eins Komma fünf Kilo. Ja, wir bleiben dabei. Wir bleiben hier bei Tauwurm. Allein wegen der Trophinase, das macht ja schon richtig Spaß. Solche Beifänge. Ja, tagsüber sind die Karpfen wohl nicht ganz so groß. So, 1,7 Kilo, das ist alles zu klein, aber für so ein Fischfetzen optimal. Ärgern würde man sich wirklich jetzt, wenn man einen Goldköder dran hat. Hatte ich hier auch versucht und dann kommen die Barsche, fressen einem die teuren gekauften Goldköder weg. Da ärgert man sich echt. So, wir schauen mal. Ist er denn schon ein bisschen farblich hier? Ich glaube nicht. 2,7. Ja, so ist es leider. Wenn man so ein Video macht, es ist nicht immer alles perfekt. Jetzt kommen natürlich viele, viele kleine. Aber ich sag mal, spielt ja keine Rolle. Wichtig war mir jetzt, euch mal den Spot vorzustellen. Euch mal so zu zeigen, wie ich hier angle. Sag mal, das ist hier mal wichtig. Dass man sich ein bisschen was abgucken kann, wie andere angeln, wie die vielleicht Erfolg haben oder nicht Erfolg haben. So, da tut sich was. Da warten wir mal noch, bis er krumm geht. Ja, sie biegt sich schon. Leicht. Leicht biegt sie sich. Was haben wir denn jetzt dran? Der Praxe. Habe ich ja noch gar nicht gefangen hier. Ja, schade. Ich hatte mir ein paar mehr Störe erhofft. Aber da sind sie. Da sind sie, müsst ihr mir glauben.
Wisst ihr was? Ich mache das Video einfach mal heute etwas länger. Dass wir einfach Richtung Abend noch ein bisschen angeln. Und nicht hier rumschneiden müssen. Denn generell, es gehen eigentlich ein paar mehr Störlets auf die Tauwürmer drauf. Wir haben uns Störlet zu klein. Na komm, ab dem Kescher wieder einen Fisch fetzen. Gut, Krabbe Miesmuschelbeuli scheint aktuell nicht der Bringer zu sein. Den werden wir wieder abmachen. Die Chance hat er gehabt. Ich bin da jetzt nicht der geduldige Typ, der jetzt die Köder lang drin lässt. Wenn ich weiß, die funktionieren, dann lasse ich die schon mal länger drin. Aber wenn ich gerade so Beulis durchteste, dann sind die auch ganz schnell wieder draußen. Wir machen jetzt hier... Wir machen jetzt hier mal einen 3-0er Haken drauf. Dann hängen wir eine Nashornkäferlarve dran und machen mal ein großes Päckchen Stürmische rein. Da gucken wir einfach mal, ob wir Glück haben, dass vielleicht noch ein 10 Kilo Stör hier drauf geht. Mal schauen. Jetzt haben wir echt schon sehr lange keinen Masik mehr gefangen. Jetzt haben wir es Nachmittag, 15 Uhr. Auch im Chat. Kaum noch ein Masiger Wildkarpfen zu sehen. Aber es geht jetzt wieder los. Störlet, Scherk, Stör. Jetzt haben wir es bewölkt. Jetzt scheint es wieder... Jetzt scheint es wieder loszugehen. Aber ihr seht, der Kescher ist schon ordentlich gefüllt. Wir haben jetzt schon einige Fischfetzen gemacht. Also meckern kann man über den Spot nicht. Ja, Route 3, tut sich was. Die Schnur läuft. Jetzt warten wir noch auf den Anschlag. Ja, was war da los? Ist einmal hin und zurück gelaufen, die Schnur. Jetzt läuft sie wieder.
Ja, nicht der Rede wert. Eine Nase. Ja, und da seht ihr, haben wir ein gutes Beispiel Goldköder dran gemacht. Alles so, wie man eigentlich auf Stör geht. Und was haben wir dran? Irgendeine kleine Nase oder ein Barsch wieder. Also die Rute biegt sich ja nicht mal. Das ist halt wirklich immer sehr ärgerlich. Nasenzeit. Eine Nase, 107 Gramm, nicht mal masig. Auf dem Goldköder, ehrlich gesagt, ich habe da schon keine Lust mehr, den dran zu lassen. Ich mache wieder meinen Tauwurm dran. Naja, 2, 4, 6, 8, 9. Maßige haben wir jetzt. Und hier guckt, kaum mein Tauwurm dran, schon ist die Rute krumm. Ja, endlich mal was Maßiges wieder. Am Haken hier. So, 6,9 Kilo. So soll es sein. Genau den. Genau die Größe. Die suche ich hier. Ja, hin und wieder einfach mal die Schnüre spannen. Ich hatte es auch schon, dass ich hier 10, 15 Minuten gewartet habe und habe mich gewundert, dass die Rute gar nichts mehr tut und da hing ein kleiner Kaulbarsch dran. Genauso wie jetzt. Halt, alles ist möglich. So, was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Ein Sterlet, 1,3, obermaßig, den nehmen wir mit. Sehr gern. Ja, vor 35 Minuten angefangen. Ich sag mal in einer Stunde und das lief jetzt wirklich bescheiden. Ihr habt es ja gesehen, sehr viele, sehr, sehr viele untermaßige Wildkarpfen rausgeholt. Aber dennoch, das ist jetzt so ein Ergebnis von einer reichlichen halben Stunde. Kann sich sehen lassen. Für so einen, in Anführungszeichen, schlechten Angeltag.
Na los, einen großen noch zum finalen Abschluss. Einer geht noch hier. Ja, Wellenbewegung haben wir ja an die Schnüre. Jetzt müssen sie bloß noch rumschlagen. So, Route 2. Tut sich was? Aber ich warte halt gerne ab. Ich nehme die Routen sehr selten in die Hand zum Checken, ob was dran ist. Ich warte meistens ab. Wenn was dran ist, dann ziehe die schon krumm. Oder wenn ich merke, da tut sich lange nichts, dann, ja, dann strafe ich nochmal die Sehne. Nicht, dass wir so einen Kaulbarsch dran haben. So, ich straff mal. Das beobachten wir. Ja, guck, zieht leicht rum. Irgendwas haben wir dran. Irgendein Winzling. Oh je. Oh je. 290 Gramm Sternet. Schnell wieder freilassen. So, na los. Ein ordentlicher Biss noch. Den hätte ich gern. Ja, man kann eigentlich sagen, oder man, oder ich. Ich kann sagen, alles auf ganz normalen Taubum gefangen. Den einen Goldköder, den wir dran hatten, den haben wir echt vergeudet. Eine untermaßige Nase. Das ist wirklich nicht das, was man davon sich verspricht. Und im Chat, ich sehe gerade Sichtling, Sichtling. Könnte sein, dass der Sichtling-Spot, der war ja mal eigentlich ein Stückchen weiter vorne oder der war ja sogar fast hier, dass der auch wieder läuft. Oder war der noch ein Stückchen in die Richtung? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war der hier ganz in der Nähe. Ja, jetzt haben wir noch mal einen schönen Biss. Auf jeden Fall was Maßiges bei dem Ausschlag. Nach dieser langen Durststrecke. So, 3,6. Oh, schön. Geht's wieder los hier. Das Finale. Ja, jetzt, wo es am schönsten wird, da werden wir Schluss machen.
4 Kilo. So ist es wieder, wie es sein soll. Ja, es war echt der Tag. Tagsüber, da ging jetzt kaum was. Jetzt kommt die Nacht. Jetzt kommen die Wilden wieder raus. Oh, schön. Stern hat 4,5 Kilo. Mein größter heutiger, den ich überhaupt fange. Jetzt bin ich aber wirklich stark am Überlegen, ob ich das Video so lang lasse oder ob ich einfach mal die schlechte Zeit rausschneide. Ich denke mal, ihr werdet sehen. Ich weiß es jetzt noch nicht. Sollte ich was rausschneiden, seid mir nicht böse. Oder wenn er sagt, ach nee, lasst das mal ruhig alles drin. Auch wenn das Video mal 45 Minuten lang ist, stört uns nicht. Dann würde ich das einfach bei den nächsten Malen drin lassen. Denn ich weiß, ihr guckt auch sehr gern Videos, die etwas länger sind, gerade beim Angeln. So 20 Minuten Video, das ist ja eigentlich nichts. Man sieht ja kaum was. So eine Bisse hier, die hatte ich mir erhofft. Die sind schön. Kann man jetzt schlecht einschätzen, was es ist. Es kann genauso gut ein 7 Kilo Wilder sein, 7 Kilo Stör sein, der vorhin vielleicht einfach ranzukurbeln ging. Groß ist er nicht. 5 Kilo Störlet. Na, jetzt läuft's aber hier. Oh, guck mal im Chat. Russischer Stör, 45 Kilo. Nicht schlecht. Also 45 Kilo bekomme ich definitiv nicht raus. Maximal mit 2 Stunden Drillen oder so und Kilometer rennen. Noch ein Störlet. Jetzt muss ich einfach warten. Was hier noch in den nächsten 10 Minuten passiert. ...45 Minuten. 18 Fische. Ich sag mal, ist ein schöner, bunter Kescher. Na gut, ich würde sagen, irgendwann muss man Schluss machen. Ich habe auf jeden Fall noch Lust. Ich bleibe hier noch eine Weile sitzen am Spot. Macht momentan richtig gut Spaß. Ja, ich hoffe mal, dass der Spot noch sehr lange läuft.
Und dass wir uns vielleicht mal hier sogar sehen am Spot. Euch viel Erfolg. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Macht's gut. Bis später. Oha, hier tut sich auf jeden Fall was. So, da schauen wir mal. Das ist jetzt hier einfach Tauwurm ohne Futtermischung, ohne alles. Und das Schöne an der Achthuber ist, man weiß nie, was dran ist. Ja, verhält sich eigentlich wie ein Stör. Zieht gut ab, hat auch so eine starke Schwingung drin. Kann auch täuschen. Kann auch ein Wildkarpfen sein. Ja, ist immer schwer einzuschätzen. Aber ich denke mal, wir werden das noch sehen. Sollte möglich sein. Er zieht jetzt nicht kontinuierlich. So, ich versuche natürlich hier landeinwärts zu treiben, dass er mir nicht raus aufs Meer macht, beziehungsweise auf den Strom. So, so sieht's gut aus. Das ist wirklich grenzwertig hier am Drill, aber es läuft. Ja, der hat einen starken Drang, raus in den Strom zu schwimmen. Also ich kriege ihn kaum rübergedrückt. Das sind genau die Drills, die wirklich Spaß machen. Wo man von vornherein weiß, die bekommt man mal ran. Die bekommt man gelandet. Ich habe nämlich auch schon Drills gehabt. Das sind dann Störe 30 plus. Die schaffe ich einfach nicht mit meiner Ausrüstung. Die ziehen einfach endlos am Drill. Man hat keine Chance. Man rennt und rennt und rennt. Und irgendwann ist man halt mal an der Insel. Am Ende der Insel und musste schwimmen lassen. Und wenn wir jetzt mal schauen, ich habe 170 Meter Schnur drauf. Ist nicht die Welt, aber es ist schon einiges. So, ich hatte mal eben geschaut, ob er irgendwo hinter einer Insel schwimmen kann. Kann er, aber das
Wäre jetzt kein Thema. Den wird man da wieder vorbekommen. Ja, natürlich überlege ich schon die ganze Zeit, was es sein könnte. Wir haben jetzt die Major mit 19 Kilo Bremskraft dran. Und wenn es ein Stör ist, ich sag mal, so 10, 12 Kilo geht die nämlich schon ordentlich in die Bremse hier. Auf jeden Fall haben wir noch bis in den Morgen in die Mittagszeit zu drillen. Also so schnell gibt er ja nicht auf. Jetzt müssen wir langsam aufpassen. So, jetzt sieht es fast so aus, als wenn er hinter die Insel schwimmen möchte. Aber er darf natürlich auch nicht zu weit landeinwärts. Dann haben wir das Problem, dass die Insel davon endet. Von mir aus kann der sehr gern hinter die Insel schwimmen. Wenn wir den dann hier hinten austrillen können, wäre dann optimal. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Also er schwimmt immer noch nach rechts, landeinwärts. Man sieht es echt schlecht, ob er schon hinter der Insel ist.
Ja, ich versuche natürlich wieder nach links rüber zu drücken, da wo wir hergekommen sind. Kraft hat er noch, ziehen tut er noch. Also am Land liegt er definitiv nicht. So, wenn wir uns die Schnur angucken, 170 Meter haben wir gesagt, haben wir drauf. Ein reichliches Drittel haben wir runter. Das heißt so ungefähr 60 Meter. Müsste theoretisch. Ach, das sind ja fast 100 Meter bis hier rüber. Oh. Da war so fast weg, die Schnurspannung. Da müssen wir natürlich aufpassen. Glückwunsch, was gibt's hier? Glückwunsch, was habe ich wieder nicht gesehen? Die Nase, 939 Gramm. So, haben wir das Problem jetzt, dass wir ihn ausgedrillt haben und der ist hinter der Insel. Da war eigentlich mein Plan so, dass wir jetzt richtig schräg laufen und den sozusagen wie vorziehen. Aber nee, der zieht noch. Hat noch Kraft. So, jetzt muss ich mich mal eben drehen, wo wir denn sind. Wollte jetzt schon mal ein bisschen brachialer ziehen. Dass wir den bloß nicht austrillen und der hängt am Land fest. Ja, so ist gut. Das ist ein Kämpfer, ist ja Wahnsinn. Man denkt, der ist müde. Es ist ein Geben und ein Nehmen hin und her. Das, was ich ranhole, das zieht er sich wieder runter von der Schnur, von der Spule.
Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt lässt er uns wieder wissen hier. Aha, er ist müde und dann zieht er los. Wird er endlich müde? So, mal schauen, ob wir den sehen, wo die Schnur ist. Ist eigentlich ziemlich auf der Spitze. Der müsste noch hinter der Schilfkante, hinter der Insel sein. Ja, auf jeden Fall, jetzt bekommen wir ihn ran. Also, jetzt holen wir uns mehr Schnur ein, wie er abzieht. Jetzt muss man bloß ein bisschen mehr Tee trinken. Ja, Honig hatte ich jetzt mit Absicht noch gegessen. Jetzt ist zwar unsere Nahrungsanzeige voll, aber das bringt irgendwann nichts mehr, wenn wir bloß noch Tee trinken. Ich hatte die Erfahrung gemacht, dass wenn unsere Nahrungsanzeige voll ist, regeneriert man automatisch viel mehr Energie zurück. Und wenn man dann noch den Tee-Intus hat, dann seht ihr ja, das steigt momentan. Wenn wir jetzt Nahrung unten null hätten, dann müssten wir jetzt wirklich hier dauerhaft Tee trinken, um das wirklich oben zu behalten. Die Energieanzeige. Okay, jetzt haben wir da, wo wir ihn haben wollen. Jetzt haben wir ihn wieder im offenen Gewässer. Viertelschnur ist draußen, gar nicht mehr so weit weg. Ja, drückt die Daumen, dass es nicht so ein Kämpfer war, dass es mal ein ordentlicher, schwerer Brocken diesmal ist.
Das macht nämlich einen gewaltigen Unterschied, ob es ein kampfstarker Fisch ist. Also, sagen wir mal jetzt so ein Drill. Das kann ein Fisch sein, bleibt mal beim Stör, der 10 Kilo wiegt. Oder es kann ein Stör sein, der 17 Kilo wiegt, der kann genauso ziehen. Also das kann man schwer einschätzen. Kommt halt immer drauf an, wie kampfstark der Fisch gerade ist. So, sehen wir denn schon was? Bin schon neugierig. Schauen mal oben. Nee. Guckt noch keine Flosse raus. Jetzt will er es noch mal wissen. Jetzt gibt er noch mal alles hier. Ich bin gespannt. Es kann wirklich, ach du Bar, es kann so vieles sein. In Shark, in russischer Stör und in persischer Stör. Es kann alles sein. Na, eigentlich ist er fast. Fast schon in Kescher-Reichweite. Er kämpft, er kämpft. Er ist immer noch nicht an der Oberfläche. Aber da kommt er. Oh, der sieht gut aus. Immerhin mit meiner Major gefangen. Und 21 Kilo russischer Stör. Also, ich sag mal, für eine Major nicht schlecht. Der kann sich sehen lassen. Gut, das soll es dann aber jetzt wirklich gewesen sein. Und dann sage ich halt nochmal, macht's gut.